Also, wir dringen durch das unterirdische Heizungssystem ein. Hinauf durch ein weiteres Audienzzimmer hier. Und das Schlafzimmer von Pilatus' Frau ist hier. Und wenn wir seine Frau geschnappt haben, informieren wir Pilatus, dass sie in unserer Gewalt ist und unterbreiten dann unverzüglich unsere Forderungen. Irgendwelche Fragen? Was genau sind unsere Forderungen? Wir geben Pilatus 2 Tage Zeit, um den gesamten römisch-imperialistischen Staatsapparat aufzulösen. Und wenn er nicht sofort darauf eingeht, exekutieren wir sie. Werden wir ihr den Kopf abschneiden? Wir schneiden ihr alles ab und schicken sie stündlich Stück für Stück zurück. Dann wissen sie, dass wir nicht scherzen. Und natürlich weisen wir sie darauf hin, dass sie selbst, nur sie, die volle Verantwortung tragen, wenn wir sie so zerschnippeln. Und dass wir uns niemals irgendeiner Erpressung beugen werden. Wir beugen uns keiner Erpressung! Sie haben uns ausbluten lassen, diese Schweine. Sie haben alles genommen, was wir hatten. Und nicht nur von uns, von unseren Vätern und von unserer Väterväter. Und von unserer Väterväterväter. Ja. Und von unserer Väterväterväterväter. Das reicht noch, genauer brauchen wir es nicht. Was haben Sie dafür als Gegenleistung erbracht, frag ich? Den Aquädukt. Was? Den Aquädukt. Oh, ja. Den haben Sie uns gegeben, das ist wahr. Und die sanitären Einrichtungen. Oh ja, die sanitären Einrichtungen. Weißt du noch, wie es früher in der Stadt stank? Also gut, ja, ich gebe zu, der Aquädukt und die sanitären Einrichtungen, das haben die Römer für uns getan. Und die schönen Straßen. Ach ja, selbstverständlich, ja, die Straßen, das mit den Straßen versteht sich ja von selbst, oder? Abgesehen von den sanitären Einrichtungen, dem Aquädukt und den Straßen. Medizinische Versorgung. Schulwesen. Ja, gut, das sollte man erwähnen. Und der Wein. Oh ja. Ja, das ist wirklich etwas, was wir vermissen würden, wenn die Römer weggingen. Die öffentlichen Bäder. Und jede Frau kann es wagen, nachts die Straße zu überqueren, Red. Ja, die können Ordnung schaffen, denn wie es hier vorher ausgesehen hat, darüber wollen wir gar nicht reden. Also gut, mal abgesehen von sanitären Einrichtungen, der Medizin, dem Schulwesen, Wein, der öffentlichen Ordnung, der Bewässerung, Straßen, der Wasseraufbereitung und der allgemeinen Krankenkassen, was, frage ich euch, haben die Römer je für uns getan? Den Frieden gebracht. Ach, Frieden! Halt die Klappe!